Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von PC-Check. Mich erreichen sehr viele Zuschriften, also beziehungsweise Kommentare in den anderen Videos, was ich denn alles testen soll, worüber ich ein Video machen soll. Es sind im Moment so viele, dass ich es leider nicht schaffe, wirklich alle zu bearbeiten. Ich gebe euch Tipps in den Kommentaren, ich lese ja jeden Kommentar, sage ich ja immer wieder. Wenn ich schaffe, mache ich auch ein Video. Und der erste Kommentar, der mich erreicht hat, war quasi, teste doch mal Dubaro. Das mache ich gerne, gar kein Problem. Kannte ich bisher noch nicht den Hersteller, beziehungsweise ich habe schon von gehört, habe mich damit aber noch nie auseinandergesetzt. Also, es geht um Dubaro, Gaming-PCs made in Germany, Top-Preis-Leistung fair kalkuliert. Das werden wir gleich noch sehen. Super Service, immer aktuell. Das weiß ich auch nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bestelle die PCs ja nicht. Es geht jetzt um diesen PC hier. Gamer PC Ryzen 5 3500X mit GTX 1650 Super. Für 799 Euro. Ich werde ja auch oft gefragt, kannst du mal was für 700, 800, 900 Euro zusammenstellen? Oder kannst du mir einen Fertig-PC empfehlen? Es ist halt aufgrund der aktuellen Preislage der Grafikkarten quasi unmöglich, für das Geld einen Gaming-PC rauszuhauen. Da muss man sich entweder an gebrauchten Grafikkarten bedienen oder man nimmt eben eine veraltete, in Anführungsstrichen, also aus der Generation davor oder davor noch aus der Generation, also vorletzten. Wir fangen einfach mal an. Und zwar hat der hier ein AMD Ryzen 5 3500X. Bevor es jetzt zur Frage kommt, warum nimmst du mal AMD? AMD ist preis-leistungstechnisch besser als Intel gestellt. Wenn man jetzt Intel nimmt, schafft man es nicht so auf diese Preise zu kommen. Natürlich gibt es irgendwo auch gleichwertige CPUs, aber ich kenne mich bei Intel nicht so gut aus wie bei AMD, muss ich ehrlich gestehen. Und ich finde halt, wie gesagt, dass AMD ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Also ihr wollt einen günstigen PC, dann kriegt ihr mehr Bums. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit der neuen Generation, die jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen rausgekommen ist, immer noch so ist. Da muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Dann teste ich auch mal gerne diese Intel-Systeme. Aber erstmal machen wir hiermit weiter. Also der 3500X gibt es bei Mindfactory. Kostet 139 Euro. Die Sache ist die. Die schlüsseln hier sehr gut auf, was alles drin verbaut ist. Und hier steht CPU-Kühler, Standard Intel AMD Boxlüfter. Das Problem ist, den Ryzen gibt es hier nur als Tray. Das bedeutet, es ist kein Lüfter mit dabei. Der kostet hier nur 139 Euro. Wenn ich jetzt aber schaue, mit Box, also mit Lüfter, kostet die ganze Geschichte ca. 180, 187 Euro, 189. Ihr seht es ja hier. Gibt es bei Mindfactory so nicht. Das heißt, wir müssten so 40, 50 Euro draufrechnen und dann quasi einen zusätzlichen Lüfter mit in den Warenkorb packen, damit sich das wieder ausgleicht. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, warum nehmen die einen 3500X und keinen 3600? Weil der ist leistungstechnisch besser, zeige ich euch gleich noch. Und hier ist auch ein Lüfter mit bei und kostet nur 169. Wir haben gerade gesehen, die Box-Variante liegt so bei 185 bis 195 Euro, circa teilweise über 200 Euro. Da hätten die auch gleich einen 3600er nehmen können. Hat sich vielleicht für die preislich anders ausgewirkt, als wenn wir jetzt als Endkunden diese Teile kaufen. Es kann sein, dass die gesagt haben, wir wollen von den 3500 Prozessoren 500 Stück und die müssen sie jetzt halt raushauen. Ist ja auch in Ordnung, können sie ruhig so machen. Es macht halt nur rein vom Endkundenpreis keinen Sinn, weil der 3600 hat zum Beispiel mehr Threads. Das hier ist jetzt der 3600X. Das X bedeutet einfach nur freier Multiplikator zum Übertakten. Hat der 3600 so nicht. Braucht man aber auch nicht, wenn man nicht übertakten möchte. Er hat also 6 mehr Threads. Also er hat 6 Kerne, wie der 3500 auch. Wird im Task Manager aber als 12 Kerne gelistet. Das heißt, der Task Manager bzw. Windows kann auf 12 virtuelle Kerne zugreifen. 6 echte, physikalisch quasi 6 und dann 12 virtuelle. Er hat eine höhere Turbotaktrate. Er hat 5% mehr Leistung im Passmark, das wird ein Benchmark sein. Im Geekbench hat er 34% mehr Leistung, im Cinebench 41%. Deswegen finde ich schade, dass die den 3500 nehmen und nicht den 3600. Aber gut, wie gesagt, kann sein, dass sie da eine gewisse Menge geordert haben, die jetzt raus muss. Ist vielleicht sogar für den Preis ganz gut. Zurück zum Prozessor, 139 Euro, packen wir so einen Warenkorb. Dazu, muss ich jetzt nochmal sagen, haben sie wirklich sehr schön aufgeschlüsselt. Wirklich sehr, sehr gut aufgeschlüsselt. Hier steht wirklich alles. Alles, was ihr wissen müsst. Außer diese Bullguard Internet Security Geschichte. Die kennen wir ja schon. Ignoriert die einfach. Das Schöne ist auch, es ist kein Fake-Bild. Es ist sogar ein minimalistisches Bild. Es ist einfach nur das Bild des Gehäuses. Da ist kein Board drin, kein Prozessor. Die Standardlüfter halt. Ich habe auch das Bild mal verglichen. Es ist einfach nur das vom Hersteller, von dem Gehäuse, das Bild. Das haben sie einfach da reingeknallt. Aber immerhin faken sie nichts. Sie packen nichts rein, was nicht auch wirklich drin ist. Das ist wunderbar. Also, das mit dem Kühler haben wir jetzt geregelt. Ich habe halt für diesen Gegenwert von 40 Euro circa, habe ich ein Be Quiet Shadowrock
Slim Tower Kühler genommen. Der passt auf diesen Prozessor drauf, kostet 38,50. Packen wir so in den Warenkorb, damit wir diesen Ausgleich haben. Leider gibt es den halt, wie gesagt, in der Box-Variante bei Mindfactory nicht. Aber so kommen wir auf denselben Preis. Als Mainboard haben wir ein MSI B450 Gaming Plus Max. Und das Schöne an dem Board ist, es ist ein ausgewachsenes ATX-Board. Es ist nicht so ein Asus Prime Mini ATX Bull. Es ist einfach nur ein ganz gutes Board. Ist Einsteigerklasse, klare Sache für den Preis sowieso, aber ihr könnt erweitern. Ihr habt die Möglichkeit, WLAN-Karten einzubauen, Capture-Karten, Netzwerkkarten, USB-Erweiterungskarten und so weiter. Das Board kostet bei Mindfactory 72 Euro. Man sieht es halt wirklich schon am Preis. Es ist Einsteigerklasse, absolute Einsteigerklasse. Die B450 geht teilweise sogar bis 200 Euro hoch. Da hat man natürlich was richtig Feines. Man sieht es auch hier an den Anschlüssen, es wird einem jetzt nicht so viel geboten. Da sind 6x USB drin, ein PS2-Port, HDMI, DVI, was ihr eh nicht benutzt mit dem Prozessor und Sound. Und ein Netzwerkanschluss natürlich. Also nichts Besonderes, dass er jetzt irgendwie 10 USB-Anschlüsse hätte oder ähnliches. Aber es reicht für diesen Prozessor völlig aus und in der Preisklasse ist das auch in Ordnung. Dazu kommt die Grafikkarte, eine 4 GB MSI GTX 1650 Super Ventus XSOC. 4 GB ist in der heutigen Zeit sehr, sehr wenig. Es ist aber Einsteigerklasse. Was anderes kann man jetzt nicht erwarten. Ihr könnt natürlich damit irgendwo PUBG spielen, dann müsst ihr aber die Auflösung runterdrehen und so weiter. Es ist immerhin eine 1650 Super, das heißt schon Neuauflage der alten 1650. Die gibt es bei Mindfactory so aber nicht. Ich habe aber den Preis rausgesucht. Die kostet hier bei Alternate 329 Euro durchgängig. Auch hier mal 300 oder 340, je nachdem, welche man nimmt, ob die jetzt OC ist oder nicht. Wir bewegen uns da so in diesem Bereich. Ich werde gleich diese 329, also den Mittelwert, nehmen und werde den einfach oben drauf rechnen. Arbeitsspeicher, 8 GB, 2x 4 GB Patriot DDR4 3000 MHz. Hier wieder das Thema, er könnte 3200 MHz, ist aber wie gesagt ein günstiger PC. Beachten wir jetzt mal nicht. Immerhin ist es ein Patriot Viper RAM. Es ist nicht dieser G-Skill RAM, wo ich euch immer von erzähle, der eigentlich Mist ist in meinen Augen. Es kann sein, dass ihr andere Erfahrungen damit gemacht habt. Ich finde diesen RAM für die Tonne. Aber der Patriot Viper, den die hier verbauen, ist in Ordnung. 8 GB ist allerdings ein bisschen wenig. Aber ich habe ihn auf Mindfactory gefunden und er kostet 58,80 Euro. Ist genau derselbe. 2x 4 GB. Immerhin verbauen sie Dual-Channel. Ganz wichtig. Der RAM läuft dann wesentlich schneller. Wie gesagt, 8 GB ein bisschen wenig, aber wir dürfen in der Einsteigerklasse einfach nicht mehr erwarten. Packen wir so in den Warenkorb. Festplatte. 240 GB Patriot Burst. Die habe ich tatsächlich selber auch mal gekauft und benutzt. Ist eine ganz normale Einsteiger-SSD. Es ist keine M.2-SSD. Es ist eine normale 2,5 Zoll, die ins Gehäuse reingeschraubt wird. Obwohl das Mainboard einen Anschluss für eine M2 hat, ist natürlich aber wieder dem Preis geschuldet. Aber den 10er hätten sie ruhig noch drauflegen können. Ist aber nicht so schlimm. Habe ich auch gefunden bei Mindfactory. Kostet 29 Euro. Seht ihr schon am Preis. Die sind sowieso gedroppt bis zum geht nicht mehr. Vor 2 Jahren habt ihr noch 50 Euro dafür bezahlt. Ist zwar im Moment nicht verfügbar, aber ist gelistet, packen wir in den Warenkorb. Dazu noch eine zweite Festplatte, 1000 GB SATA, das ist eine ganz normale 3,5 Zoll Festplatte, keine SSD. Die ist nicht übelst schnell. Ihr verwendet quasi die 240 GB für Windows und die Programme, die ihr so benutzt, sagen wir jetzt mal Discord, Chrome, Opera, Firefox, was auch immer. Und die restlichen Spiele und Bilder und Videos, die packt ihr halt auf diese 1000 GB. Dadurch sind die Ladezeiten in den Spielen natürlich etwas höher wie bei anderen Leuten, die das auf einer SSD haben. Aber wenn ihr damit klarkommt, das Spiel wird flüssig laufen. Das ist nicht das Problem. Die Leute haben früher schon darauf gezockt. Leider steht hier kein Hersteller mit dabei. Ich habe jetzt einfach mal so einen Durchschnittswert genommen. Wir haben hier eine 1000 GB Seagate Barracuda. Die ist in jedem zweiten Rechner drin. Ich glaube, ich habe auch so einen in meinem Rechner drin zum Datengraben. 32,80 Euro. Packen wir in den Warenkorb. Nichts Besonderes. Multimedia 7.1. Realtek ALC892. Das ist einfach nur der Soundchip, der auf dem Board verbaut ist. Das ist keine extra Hardware, die steht halt nur dabei, damit man weiß, was man für Anschlussmöglichkeiten hat. Netzteil, 550 Watt Azza PSA Z80 Plus Bronze. Ich wusste gar nicht, dass Azza Netzteile macht. Bin bei Azza immer so bei Gehäusen mehr stehen geblieben, aber ich habe es trotzdem gefunden. Kostet 33 Euro. Ihr seht schon am Preisunterschied, dass es auch Einsteigerklasse ist. 550 Watt, wenn wir das von BeQuiet nehmen, bezahlen wir ungefähr 59 Euro. Zwischen 55 und 59. Ich weiß nicht, wie die Qualität davon ist. Ich weiß, dass Azza gute Gehäuse gemacht bei den Netzteilen. Ich vertraue da jetzt einfach mal drauf. 550 Watt reicht für das System auch völlig aus. Überhaupt kein Problem, packen wir einen Warenkorb. Gehäuse, Azza Blades 231G mit 2x RGB-Fan. Das ist halt der, den ihr hier vorne seht. Und ich zeige euch jetzt mal den Bildvergleich. Hier ist es bei Mindfactory für 49,61 Euro. Hier ist das Bild. Und hier ist halt das Bild von der Produktseite von Dubaro. Also, die haben einfach nur das Gehäuse genommen, da dieses AMD Elite Systembalder, was irgendwie jeder bekommt, der PCs zusammenbaut. Ja, sie faken nichts.
Sie zeigen euch das Gehäuse. Das war's. Wie es da drin aussieht, ist halt auch abhängig davon, wie ihr konfiguriert. Aber wenn ihr ihn jetzt so kauft, selbst das seht ihr nicht. Aber ist nicht schlimm. Immerhin nichts gefaked. Ist wunderbar. Hier nochmal zurück. 49,61 € packen wir so in den Warenkorb. Betriebssystem optional erhältlich inklusive Installation. Ich weiß nicht, was die dafür nehmen. Wenn sie den Standardpreis nehmen, wird es so um die 100 € kosten. Ihr könnt, wie gesagt, wie ich in jedem Video sage, macht euch einen USB-Stick fertig mit Windows. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegt ihr auch bei Microsoft runtergeladen. Von mir aus Windows 10 Professional. Dann für 5 € ein Key von eBay. Oder ihr kauft einen Original-Key halt für 100 €. Installiert es euch selber. Das müsst ihr selber wissen. Service 2 Jahre Garantie. Retourenschein im Reklamationsfall. Das ist immer so eine Sache mit so einem Retourenschein. Sagen wir jetzt mal, an dem PC ist etwas defekt und ihr wisst auch, was defekt ist. Sagen wir das Netzteil. Müsst ihr trotzdem wahrscheinlich den ganzen PC zurückschicken und nicht nur das Netzteil. Das ist das Problem, wenn ihr halt fertig PCs kauft. Es gibt einzelne Hersteller, die dann sagen, okay, du weißt, das ist das Netzteil, dann schick uns nur das Netzteil. Wie die das jetzt handhaben, weiß ich nicht. Ich denke mal, der Einfachheit halber werden sie trotzdem den ganzen PC haben wollen, dann steht ihr wieder ohne PC da. Ansonsten würden sie halt euch ein Ersatznetzteil schicken, ihr baut es selber ein, alles wieder schön. Wie sich das dann aber mit der Garantie verhält, weiß ich nicht bei Dubaro. Externe Anschlüsse, völlig uninteressant. Mainboard, Grafikkarte, Gehäuse. Schön, dass es aufschlüsseln. Bei der Grafikkarte finde ich es persönlich wichtig, wenn ihr jetzt mehrere Bildschirme habt, was für Kabel braucht ihr, was für Adapter braucht ihr. Das hier wird für einige auch interessant sein, geht aber aus den Bildern des Mainboards hervor. Gut, die haben jetzt hier kein Bild vom Mainboard drin, ist ja aber auch egal. Ist okay, dass sie es da hinschreiben, sieht immer nach viel aus. Darum geht es mir jetzt, aber in Ordnung. Hier wieder die Gratiszugabe, Bulgard Internet Security, da wird wahrscheinlich so ein Lizenzschlüssel dabei sein. Das Internet Security Ding, das ladet ihr aus dem Internet runter und dann installiert ihr das, packt den Key da rein. Ich würde sagen, braucht ihr nicht. Schön, wenn es dabei ist, ihr habt immerhin die Wahl, ob ihr es installieren wollt oder nicht. Mich würde es aber interessieren, wenn die jetzt, sagen wir jetzt mal, Windows vorinstallieren, ob dieses Bulgard direkt mit da drauf schmeißen. Wer da Erfahrung hat, kann mir das gerne mal in die Kommentarsektion schreiben. Da wären wir auch schon beim Endpreis, beziehungsweise bei den Hardwarepreisen bis auf die Grafikkarte. Und da bewegen wir uns bei 457,71 €. Jetzt kommt dazu noch die Grafikkarte. Die habe ich auch schon hier mit reingeschrieben. Das sind diese 457 plus die 329, wie der Grafikkartenpreis eben bei Alternate zu sehen war, sind wir bei 786 €. Und das System soll kosten 799 €. Ja, 13 € fürs Zusammenbauen. Ist okay. Also wir müssen erstmal dazu sagen, die 1650 Super ist aufgrund der Verfügbarkeit, bei Alternate war sie gerade nicht verfügbar, sowieso zu teuer. Ihr kriegt quasi für 399 schon die 3060, wenn sie denn verfügbar wäre. Weil die 1650, das ist die Generation von vor 3 Jahren. Dazwischen war halt noch die 2000er Reihe, 2060, 2070, 2080. Dann kommt jetzt die 3060, 3070, 3080, 3090 und so weiter. Ihr könnt mit dieser Grafikkarte spielen. Es ist aber kein Genuss. Es reicht für Overwatch, es reicht für Fortnite natürlich. Ihr könnt aber die Texturen und so weiter nicht ins Unermessliche drücken. Ihr müsst wahrscheinlich alles so auf Mittel spielen, wenn nicht sogar auf Niedrig. Das ist so eine Sache. Ich habe diese Grafikkarte persönlich noch nie besessen. Ich konnte sie nicht testen. Guckt euch ein paar Benchmarks an im Internet. Am besten noch in Kombination mit dem 3500X. Da schreiben sie die FPS und so weiter immer dabei und auf welchen Settings die spielen. Aber alles in allem muss man sagen, die Werbung, Top-Preis-Leistung fair kalkuliert, stimmt. Und ich habe mir auch die anderen Systeme angeguckt, in der Range von 1000 bis 2500 €. Die Preis-Leistung ist in Ordnung soweit. Es gibt bestimmt Ausreißer. Nicht, dass ihr jetzt irgendeinen PC euch raussucht, den ich mir nicht angeguckt habe und dann sagt, ey, hör mal, das ist ja voll die Verarsche. Ich habe mir jetzt so 4, 5 Systeme angeguckt, die waren in Ordnung. Da könnt ihr ruhig kaufen, was das angeht. Wenn ihr jetzt natürlich einen falschen Griff macht. Ich habe jetzt keine Systeme gesehen, die scheiße kalkuliert waren, sagen wir so. Ich habe auch nicht alle kontrolliert. Nehmt mich da bitte nicht für in Haftung, wenn ihr auf einmal was bestellt und dann hinterher vergleicht. Oder ihr seht ein Video von mir, wo ich nochmal was geguckt habe und dann sagt ihr, ey, das ist ja voll die Verarsche. Ne? Gut, ihr könnt natürlich weiterhin in die Kommentare schreiben, wenn ich etwas testen soll. Jetzt habe ich aber von meinem letzten Video noch einige PCs, die ich gerne testen würde. Das waren Links von Amazon und so weiter. Auch von MIFCOM noch einzelne Geräte. Ich werde natürlich beim nächsten Video wieder ein System nehmen, was ihr mir vorgeschlagen habt, aus dem alten Video. Und ich werde jetzt vielleicht mal versuchen, noch ein zweites Video diese Woche rauszubringen. Und wenn spätestens Anfang nächste Woche, dann wisst ihr, wo ihr dran seid. Dann muss ich vielleicht den Takt ein bisschen erhöhen, dass ich so 2 Videos pro Woche mache. Ich hoffe, das schaffe ich zeitlich gesehen. Das ist mit Arbeit und Streaming auf Twitch und so weiter mal ein bisschen, ne? Aber hier wisst ihr Bescheid, Dubaro, coole Seite, fair kalkuliert, das stimmt. Und dieses System,
als Einsteigergerät in der jetzigen Zeit mit den Grafikkartenpreisen völlig in Ordnung. Ich habe aktuell auch nochmal Nachrichten gelesen von AMD und Nvidia, die sagten, es wird noch bis Herbst dauern, bis sich die Grafikkartenlage entspannt. Ich hatte sowas schon vermutet. Die meinten, spätestens im zweiten Quartal wird es besser, sprich April, Mai, Juni. Dem ist nicht so. Das wird im Herbst immer noch weiter andauern, dass die Preise extrem weit hoch sind. Also ihr habt bis zu 100% Aufschlag auf die Grafikkarten. UVP 500 Euro, dann bei, sage ich mal, eBay oder anderen Anbietern 1200 Euro. Keine Seltenheit. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich freue mich sehr darüber. Schreibt was in die Kommentare. Auch wenn euch das Video einfach nur gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt vielleicht auch mal ein cooles Video oder ähnliches. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ich kriege immer eine Push-Benachrichtigung. Und ich beantworte schnellstmöglich natürlich auch die Fragen in der Kommentarsektion. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.